Rund einem Jahr bin ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand in einem fast komplett neuen Team gestartet. Und wir waren uns schnell einig, es ist unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass Audi gestärkt aus der Krise kommt. Und dank eines verantwortungsvollen Krisenmanagements und vor allem dank einer starken Teamleistung aller Mitarbeitenden bei Audi ist es uns gelungen, dieses herausfordernde Jahr mit einem wirklich positiven Jahresergebnis abzuschließen. 2020 war für uns absolut kein verlorenes Jahr. Wir haben in den vergangenen Monaten damit begonnen, die Voraussetzungen zu schaffen, um Innovationen künftig noch schneller in Serie bringen zu können. Die Transformation bei Audi hat enorm Tempo aufgenommen und diesen Weg gehen wir entschlossen weiter mit einem klaren Fokus auf E-Mobilität, natürlich einer starken Zusammenarbeit im VW-Konzern und einer Kultur, die Vorsprung fördert. Gut, vor wenigen Wochen haben wir mit dem e-tron GT bereits gezeigt, dass E-Modelle richtig Spaß machen können. Emotionale, attraktive und alltagstaugliche Elektroautos, das ist unser Beitrag, um Elektromobilität in Breite auf die Straße zu bringen. Mit dem e-tron GT und dem Q4 e-tron sind 2021 mehr als die Hälfte unserer Anläufe elektrifiziert. Und wir erweitern die Zahl unserer vollelektrischen Modelle auf mehr als das Doppelte. Auch unser Angebot an Plug-in-Hybriden bauen wir aus auf mehr als ein Dutzend. Und damit sind mehr als 80% unserer Baureihen in Zukunft elektrifiziert. Also wir treiben unsere E-Mobilitäts-Roadmap konsequent voran und halten trotz Corona an unseren CO2-Zielen fest.